Fast zeitgleich entstehen Anfang der 60er Jahre bei der LEW in Hennigsdorf zwei neue E-Lok-Baureihen für die Reichsbahn in der DDR. Die Baureihen E11 für den Schnellzugdienst sowie die E42 für den Güter- und Personenzugdienst. Die konstruktiv einfachen Loks bewähren sich gut und bleiben bis in die 90er Jahre im Planeinsatz. Zum Ende ihrer Dienstzeit werden die beiden Baureihen als 109 und 142 bezeichnet. Begleiten Sie uns in alten Filmszenen durch die Geschichte der ersten DR-Neubau-E-Loks und sehen Sie die noch erhaltenen Exemplare im Museum und auf der Strecke. Eine Hauptrolle spielen auch die Holzroller im Einsatz bei privaten Eisenbahnverkehrsunternehmen. Laufzeit 58 Minuten.